nur ein bekannter Stahlstandort, sondern auch ein Ort mit langer Handballtradition. Der OSC Rheinhausen hat in den vergangenen Jahren viele Talente hervorgebracht. Für einen Platz in der Bundesliga hat es aber dennoch nicht gereicht, denn die Talente sind zu anderen Vereinen abgewandert. Dem OSC fehlt es an Geld, ein großzügiger Sponsor ist nicht in Sicht und Arbeitsplätze für die Spieler gibt es in Rheinhausen natürlich auch nicht. Starke Leistungen gibt es aber dennoch dort und die werden anerkannt. Am Wochenende spielte die C-Jugend um die deutsche Meisterschaft. Stimmungsbilder aus Rheinhausen, aus denen ungetrübte Zuversicht und Optimismus spricht. Wann hat es das zuletzt gegeben? Freilich richteten sich die Hoffnungen am Samstag auch nicht auf den Krupp-Vorstand, sondern auf eine Truppe waschechter Rheinhausener Jungs. Die C-Jugend, der Handballer vom OSC, war angetreten zum zweiten Endspiel um die deutsche Meisterschaft. 14 Penäler, wo Handballträume im wahrsten Wortsinn in den Himmel wachsen. Kaum 14, 15 Jahre jung, ist jeder zweite Knabe hier schon über 1,80 Meter rausgewachsen. Doch nicht nur deshalb fühlen sie sich als Handballer geboren. Und Fußball eben ist zwar auch ein Mannschaftssport, aber in Rheinhausen ist natürlich Rheinhausen zweite Bundesliga, spielt man da, und Fußball ist vielleicht Kreisklasse oder so. Und deswegen denkt man, wenn man Rheinhausen sagt, dann denkt man ja erstmal am Handball. Beim Fußball kommen vielleicht mal 2 oder 3 Tore, beim Handball eben 20 oder so. Wie siehst du, was macht Handball so toll? Ja, der Mannschaftssport. Dass man da sich gegenseitig helfen kann und so. Wenn das bei einer Einzelsportart hat man das alles selber zu verantworten und da kann man sich eben gegenseitig rausreiten. Ein Ausnahmefall indes, zu fleißig war die Torfabrik des OSC. Über 700 Mal durfte sich Trainer Wilfried Görz alleine bis zu den Finals über Tore seiner Mannschaft freuen. 2x1,5 Stunden nimmt er die Jungs pro Woche dran. Für eine C-Mannschaft ein hohes Pensum und doch nicht das eigentliche Erfolgsrezept. Wir haben jetzt unser 30. Spiel vor der Brust in dieser Saison. Das ist für 14-jährige Jungs ja auch schon ziemlich anstrengend. Und da muss man beim Training dann auch schon mal etwas locker lassen. Das heißt, das spielerische Element wird da mehr nach vorne geschoben? Ja, ich trainiere überhaupt fast nur mit dem Ball. Die machen also keine ausgesprochene Konditionsarbeit, wo nur gelaufen wird oder wo nur trockene Gymnastik gemacht wird. Der Ball steht im Mittelpunkt, egal was wir machen, ob wir Konditionstraining machen, ob wir Gymnastik machen, der Ball ist immer dabei. Die Spielkunst der Crew am Samstag ließ sie 700 Zuschauer in die Halle strömen, trotz Steffi Graf, trotz Länderspiel. Das 16:13 aus dem Hinspiel beim Gegner Heppenheim gab dazu das nötige Selbstbewusstsein. Ich war nervös, jetzt nicht mehr vom Spiel. Wie meinst du, dass es ausgeht? 18:12 für uns. Was sind eure Trümpfe? Tempo-Gegenstöße. Starke Worte vor einem starken Spiel. Das allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Die erste Halbzeit jedenfalls trieb Wilfried Görz noch Sorgenfalten ins Gesicht. Obwohl der OSC schon hier stets 1-2 Tore Vorsprung hatte. So richtig für die Fans gezaubert wurde freilich erst im zweiten Durchgang, als nichts und niemand mehr das Team am Torrausch hindern konnte. Doch nicht nur sportlich, mit einem glatten 25:18 erwiesen sich die Rheinhausener ihres Meistertitels würdig. Ihre überschwängliche Freude jedenfalls konnte auch der hartnäckigste Sektkorken nicht stoppen.